Tag 3 der Olympischen Winterspiele in Peking 2022. Und es geht weiter mit dem deutschen Medaillenregen. Die nächste Medaille ist eingefahren. Johannes Ludwig wird sensationell Olympiasieger im Rennrodeln. Auf der Bahn in Peking setzt er sich vor dem Österreicher Wolfgang Kindl und dem Südtiroler Dominik Fischner durch. Der Altmeister Felix Loch scheitert mit Platz 4 ganz knapp an seinem olympischen Edelmetall. Auch unsere Skispringer waren heute im Einsatz. Konstantin Schmid, Karl Geiger, Stefan Ley und Markus Eisenbichler versuchten sich an der Normalschanze, doch sie waren von Anfang an chancenlos. Karl Geiger belegte Platz 15, Konstantin Schmid Platz 11, Stefan Ley Platz 24 und Markus Eisenbichler, der schied bereits in Durchgang 1 aus und belegte Rang 31. Scheinbar werden wir mit der Normalschanze nicht so wirklich warm. Hoffen wir, dass es auf der großen Schanze besser wird, da diese ja eher für Flieger gemacht ist. Dennoch gibt es morgen erst einmal die Premiere. Morgen steht der Mixed-Wettbewerb an, wo zwei Männer und zwei Frauen zusammen im Team nach den Medaillen jagen. Auch unsere Langläufer können zufrieden sein, denn mit Platz 12, 13 und 19 sind alle in den Top 20 gelandet und haben alle gute Resultate erzielt. Platz 1 ging hierbei an den Russen Alexander Wolschunow. Platz 2 holte sich Spitzow, auch aus Russland. Und Platz 3 holte sich Ivo Niskanen aus Finnland.